Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortal Realms Vampire Wars, was mir freundlicherweise von Calypso und ich muss mal gucken, wie die heißen, Palindrome Interactive zur Verfügung gestellt wurde. Wir sind jetzt in der sechsten Folge von unserem Angespielt und ich lasse die Kamera verschwinden, keine Sorge. Zack. Ich bin jetzt wirklich am Sinnieren gewesen zwischen der letzten Folge und der heutigen Folge, ob wir jetzt nochmal zurücklaufen und dieses Herr hier versuchen zu besiegen. Denn wir sind jetzt mittlerweile deutlich gestärkter. Und auf dem Weg dahin regeneriert sich unser Herr auch hoffentlich hier. Wir sind jetzt hier bei wie vielen Lebenspunkten? Steht so gar nicht da, ne? Kann ich hier die Reihenfolge ändern? Oh, sehr gut. Gefällt mir. Dann machen wir so rum. Dann nochmal so rum. So, ja, passt. Dann ist es mal ein bisschen sortierter. Leider kann ich hier nicht sehen, wie viele aktuelle Lebenspunkte die haben. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Wäre jetzt noch eine Überlegung wert, ob wir das hier benutzen, aber nee, komm. Das sparen wir uns mal für den Notfall auf, falls wir irgendwo so ein überstarkes Heer begegnen, keine Bewegungspunkte mehr haben, haue ich das Ding einfach auf den Tisch, dann können wir hoffentlich schnell abhauen. Kann ich hier irgendwas machen? Brücke reparieren? Leider nicht. Na gut, wir machen weiter. Ich will jetzt da zurücklatschen. Ich will gucken, ob wir das da schaffen. Oh, ich glaube, die regenerieren sich gar nicht, oder? Aber wir müssten doch nochmal hier an so einem Dorf vorbeikommen. Nee, das Dorf ist schon ausgelutscht, das auch. Aber die Stadt nicht. Die Stadt ist es nicht. Dann gehen wir da nochmal ordentlich Abendbrot essen. Ein Problem wird nur sein. Ah, doch nicht. Gut, im Dorf können wir auch nochmal ein bisschen heilen. Ah, ihr seht schon, hier muss man wirklich jeden Zug vorausplanen. Ja. Kannst gleich rüberhüpfen. Sehr gut. Ja. Und dann nochmal in die Stadt rein. Keine Aktionspunkte übrig. Weitermachen. So. Verzehrt die komplette Bevölkerung. Für zusätzliche Blutpunkte? Nee, ich will trinken. Zack. Zack. Komm, einmal geht noch. Sehr gut. Das Schöne ist, das verzehrt nämlich keine Bevölkerung. Habe ich total vergessen. Was ist das? Schwarzmarkt? Wirf bis zu 3 Karten ab und ziehe dann genauso viele neue Karten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht können wir dadurch Mana-Punkte regenerieren durch eine neue Karte. Oder vielleicht auch, dass die Einheiten nochmal aufleveln können. Schwierig. Schwierig, schwierig. Lassen wir's. Wir ziehen jetzt einfach weiter. Ich will das da jetzt wissen. Nochmal eins weiter. In der Hoffnung, sie greifen jetzt nicht doch nochmal an. Dann müssen wir hier erstmal diesen machen. Dann bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ein kleiner Schisser. Ich habe übrigens gemerkt, dass wenn ich die Slots hier überschreibe, dass er sie dann wieder automatisch umbenennt. Wir hatten ja vorher LP01 angelegt als Speicherpunkt und sobald ich den aber überschreiben möchte, macht er den wieder wie vorgegeben. Ist jetzt nicht schlimm. Wird aber hoffentlich nochmal geändert für Leute, die es stört. Ja, denn ich will nicht. Oh, es sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist schon mal gut. Erst mit Level 3. Todeskult-Anführer. Ich könnte mir vorstellen, dass er in der Lage ist, Nekromantie anzuwenden, sodass er hier Leute wieder beschwört. Das Gute ist aber, der hat komplett nur Nahkämpfer hier. Leider aber auch mit magischem Angriff. Das kann richtig dolle wehtun. Aber er hat auch weniger Einheiten. Ja, wir probieren's. Entschuldigung. Meine Stimme will heute irgendwie nicht so. Hab jetzt hier schon Tee zu stehen und alles, aber irgendwie... Egal. So, was ist heute unser Ziel? 3 Karten spielen, das müssten wir hinkriegen. Dann kriegt der Lord mehr Angriff. Tanks erhalten Lebensraub. Das müsste dann 6 Karten bedeuten. Das könnte schon wieder schwierig werden. Wir haben gerade nur 17 Mana. Was muss er machen? Er muss Schaden verursachen von 200. Kriegt er auch relativ schnell hin. Sind seine komischen Kultisten hier Tanks oder was sind die? Sind Assassinen, okay. Oder auch nicht okay. So, was haben wir hier nochmal? Verleiht bewachen. Hier haben wir verleiht Equilibrium, wodurch die Einheit ihre halbe Gesundheit opfern kann, um 10 Mana zu erhalten.
Und hier haben wir wieder Blutsauger. Okay, wer ist zuerst dran? Zuerst ist unsere Tante dran und dann ist die gesamte gegnerische Armee dran. Eieieiei. Die haben 9 Initiative. Autsch. Und die sind doch auf Level 1. Aber gut, dafür sind es Assassine, ne? Okay. Wie stellen wir uns am dümmsten auf? Vielleicht doch wirklich versuchen, hier vorne einzuigeln. Euch versuchen wir hier hinten rumzuschicken mit den Wölfen zusammen. Ihr begleitet die Chefin. Und ihr versucht die linke Flanke zu decken. Euch ein bisschen vorstellen. Ihr müsst doch hier durchkommen. Was war das denn? Moment. Die hat ein Gummiband hier rum. Seht ihr das? Zack. Und snrrr. Und snrrr. Okay, kleiner Grafikbug. Aber ey, solange es nur kosmetisch ist und nicht irgendwie den Spielablauf stört, ist ja alles okay. Ihr kommt mal schön hier nach vorne. Ihr versucht hier hinten, hier vorne alles einzudecken, damit Pfeilen. Euch werden wir vielleicht nochmal bewegen müssen. Pass mal auf, ich zieh die doch mal nach hinten. Es reicht hoffentlich so. Gucken wir mal. Weiter geht's. Oder los geht's, ja. Genau, du rennst mal schön jetzt hier nach vorne. So. Triggerst die da vorne mal alle schön. Ach Mensch, an den Typen habe ich ja gar nicht gedacht. Verdammt. Ja, nee, ist klar. Und er verbarrikadiert sich da, oder wie? Na gut, dann stehen wir uns jetzt halt die ganze Zeit über gegenüber und warten darauf, dass der andere mal kommt. Zauberimmunität setzt da hier drauf. Muss ich aufpassen, dass ich da jetzt nicht irgendwie einen Zauber drauf wirke. Wir haben eine Bewegung von 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bewegen wir die Fledis mal hier drüben. Ah, verdammt, die. Könnte ein Fehler gewesen sein. Ja, ihr kommt mal hier hin. Zu euren Diensten. Ihr kommt hier hin. Ihr kommt hier hin. Könnt ihr schon? Ihr könnt schon. Finde ich gut. 28, 28. Okay, dann gleich hier auf die. Sehr gut. Ihr kommt hier hin. Das Blut schenkt uns Kraft. Ihr macht mal hier vorne dicht. Aber er wird richtig wehtun. Muss aber hier versuchen, meine Bogenschützen zu decken. Ah, ich komme nicht bis ran. Nein, verdammt. Schenken wir dem Gegner. Ach, verdammt. Das gibt's doch nicht. Sag mal, Robin, was machst du denn hier heute? Guck doch mal richtig hier drauf. Ach. Na gut. Ich bin auf der Jagd. Oh, man hört's. Man hört es ganz laut, dass du auf der Jagd bist. Wie lange hatten der jetzt diesen Bonus? Der ist schon weg, oder wie? Scheint so, ja. Ach, der war wohl nur für einen Zug gedacht. Okay. Ja, weg mit dem. Ab mit seinem Kopf. Jetzt hat der Gegner 10 Mana bekommen. Nicht ich. Das habe ich beim letzten Mal wohl auch falsch verstanden. Oh, was haben wir denn jetzt? Das habe ich nicht aufgepasst. Oh, hat der mit... Der holt sich... Ja, stimmt. Der kriegt Mana dadurch, dass er Schaden verursacht. Ah. Autsch! Wie unhöflich. Ah. Auf die Bogenschützen. Selbstverfreilich. Warum auch nicht? Aber gut, wenn ihr das so wollt. Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. So, Arbeit. Die Rache der Bogenschützen. Was würde es bei ihm ausmachen? Nur 26. Wenn ich dir schnell los werde, obwohl, das könnte auch die Chefin machen. Nee, obwohl, die Chefin... 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann... Schießt ihr mal schön die hier nieder.
Wölfe? Nee, die Bogenschützen sind das. Nö, nö, nö. Ihr macht mal die da nieder. Die werden bestimmt gleich von den Wölfen da niedergerannt. Zu euren Diensten. Da muss ich aber gestehen. Da verbrauchen wir ziemlich viele Slots für viele Bogenschützen, ne? Deren Rüstung hier ist down. Ah ne, komm, die kriegen wir mit der vollen Flanke mit den Speereinheiten. So. Damit ist der Platz frei. Wir kriegen hier noch eine halbe Flanke drauf und die sind damit hinüber, oder? Nicht! Einer steht noch! Sauerei. Okay, ihr geht euch bitte mal schön ein. Außerdem kriegt ihr schön den hier. Das zählt aber bloß für eine Runde, oder wie ist das? Nee, es hält zwei Runden. Zwei Züge lang. Ist okay, machen wir. Weil hier stehen gerade genug Einheiten, um hier mehrmals zuzuhauen, sodass dann dieser arkane Schild wieder weg ist. Nee, dann kriege ich die Chefin nicht ran. Andererseits. Die haben vier. Eins, zwei, drei, vier. Ist auch wieder doof. Dann lieber so. Genau. Und dann die Chefin danach hoffentlich one-hitten hier drüben. Die, wenn nämlich jetzt gewonnen-hittet, sehr schön. Können sich danach die Bogenschützen auch so langsam aber sicher auf den Chef da konzentrieren, auf den feindlichen. Ah, es wird kein One-Hit, schade. Aber gut. Hau mal fest drauf. Damit nehmen wir auch hier ein bisschen den Druck weg. Fäulnis. Oh nein! Ey, wir müssen uns komplett wieder zurückziehen hier. Autsch. Kann er hier nachgucken, was es ist, ne? Boah, sogar welche Einheiten es betroffen hat. Wow. Okay, machen wir gleich in Ruhe. Das ist ein cooles System mit diesem Logbuch. So. Überziehe ein Gebiet für vier Züge mit Fäulnis. Gegnerische Einheiten innerhalb des Gebiets erhalten für drei Züge Verfall. Das heißt jetzt was? Moment. Verfall. Zwei Züge verliert jeden Zug. 15% der maximalen Gesundheit. Autsch. Ich muss da rausziehen, aber sowas von. Ist eigentlich schon wieder fast eine Verschwendung, wa? Aber egal, dann heilen die sich. So. Ach, bin ich doof! Mann! Gut. 29 würde hier fast vernichten. Kommt der Typ, der braucht Oma. Kräftig Schaden hier langsam. Diener von Dracul. Ihr müsst vorrücken. Zu euren Diensten. Ihr müsst ebenfalls vorrücken. Ihr schießt die mal nieder, damit die weniger Schaden verursachen. Ihr versucht mal hier rum. So. Die Schilder. Ja, oh, die sind ziemlich gelackmeiert langsam. Oh, will ich das wagen? Zieh ich mir aber meine Speere hier mit ordentlich runter. Ist das jetzt eigentlich so, dass wenn ich das wirke und sie bewege? Wartet mal. Ja, das zieht mit ihr mit, wenn ich das richtig verstehe. Eigentlich eine richtig, richtig coole Fähigkeit, muss ich gestehen. Ätherisch und Henker. Ätherisch bringt mir jetzt auch nicht viel. Will ich die türmen lassen, aber das Problem ist, wenn die jetzt abhauen. Warte mal, wer ist denn als nächstes dran? Danach sind die dran. Sehr praktisch. Dann. Quatsch, hier. So. Die müssen abhauen. Es geht nicht anders. Zieht euch zurück, Männer. Ja, mein Lord. Und jetzt stellt ihr euch einfach mal schön vor die Bogenschützen. Macht hier wieder dicht. Ihr bleibt sowieso da stehen. Obwohl, warte mal. Der hat 6 Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Habe ich dich schon bewegt? Ja. Dann zieh dich dahin zurück. Jo. Das ist sie dran. Das Problem ist, ich kann sie entweder nur bewegen oder mit ihr angreifen. Na komm, wir vernichten die mal. Kommt er nämlich nicht da durch, um die hier anzugreifen. Was macht er? Schattenmantel. Das Ziel erhält für zwei Züge flüchtig und Zauberimmunität. Okay. Boah, die sind mir außen rum geritten. Alter Schwede. Ah, jetzt komme ich mit dem nicht ran. Au, wei, oh, wei, oh, wei. Es ruft nach mir. Was sind die Speere? Schwerter. Nee, Speere sind das. Entschuldigung. Das darf ich auf ihn nicht anwenden. Nee, die müssen sich zurückziehen, sonst sind die tot. Tod ist schlecht. Vor allem als Untoter. Na gut, dann versuchen wir jetzt mal konzentriert das Feuer hier drauf in der Hoffnung. Warte mal. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Wo stehen die Wölfe gerade? Hier. Genau, in der Hoffnung, dass wir mit den Wölfen diese Spezialfähigkeit anwenden können und dass die ordentlich was bringt. Gut, ihr müsst vorrücken. Ja, my lord. Ah, ist natürlich blöd, dass ich jetzt hier nicht das Ätherische machen kann. Komm, macht. Egal, was ihr macht, aber macht es. Ah, es bringt so gut wie gar nichts hier. Ja, mit denen komme ich dann auch nicht durch. Also versuchen wir es so, damit die die dann vernichten können. Und jetzt hier. Greife eine Einheit an, die diagonal in... stimmt ja. Okay. Ich überlege gerade ein bisschen. Doch, ich werde jetzt mal das hier wirken. Das geht ja wieder nicht auf ihn. Warum geht das nicht auf ihn? Ist da was? Warte mal. Ja, das machen wir. Machen wir auf die. Ach, der ist immun, ne? Zauberimmunität, deswegen. Ah. Okay. Hab's verstanden. So, das haben wir durch. Dann können die nämlich jetzt hier eine halbe Flanke machen. Nee, halt. Von hier. Nee. Von hier. Wenn sie dann als nächstes dran sind, die machen nämlich jetzt hier die halbe Flanke. Ja. Dann wird er bestimmt gleich meine Bogenschützen da vernichten. Oder auch nicht. Würde ich gerne machen. Der vernichtet ganz bestimmt meine Bogenschützen. Hä? Welche sollen das jetzt sein hier? Da fehlt die Markierung. Aber das müssten doch dann die hier sein, oder nicht? Da fehlt die Markierung. Wahrscheinlich werden die schon gar nicht mehr gezeigt, weil die sowieso schon so gut wie tot sind. Weil, wenn der jetzt wirklich die Bogenschützen vernichtet. Aber nee, sie ist vorher dran. Nee, lass mal das. Ihr kommt jetzt einfach nur hier hin. Jautsch. Warum kriegt sie Schaden? Lebensraut 15 nochmal. Ach, oder noch wegen dem Ding hier. Dass sie dann sozusagen vergiftet ist. Dass es so ein Perma-Effekt ist. Funktioniert er wieder nicht hier. Aber hier, guck mal, volle Flanke. Da tut ihm jetzt richtig weh. Vielleicht lässt er dann die Bogenschützen in Ruhe. Unglück. Generisches Ziel. Moment. War ja klar. Generisches Ziel. Er leidet für einen Zug 50% Schaden. Okay. Oder auch nicht. Schade.
euch mal kurz noch warten lassen. Zu euren Diensten. Obwohl, das war doof. Die sind da schon voll geheilt. Ach. Obwohl, doch. Das ist ganz gut gewesen, weil sonst schlägt der zurück. Und die kriegen wieder unnötig Schaden. Hier, immer fest drauf da. Nagelt ihn in den Sumpf. Schade, eine Bogenschützeneinheit verloren, aber war vielleicht auch nicht verkehrt. Ich muss gestehen, ich habe doch ein bisschen zu viele dabei. Dafür, also, die machen jetzt nicht so mega viel Schaden. Der Riesenvorteil ist bei denen, die kriegen halt nicht den Schaden zurück. Sind aber auch dementsprechend im Nahkampf nicht so die tollsten, ne? So. Bin gespannt. Was gibt jetzt schon nicht? Echt jetzt? Mist. Das sieht doch schon viel besser aus. Herrlich. Das nehmen wir sofort. Alte 20 Angriff. Ja, yeah, meine Liebe. Ach, wir können doch Zauber schmieden bei den Ritualstätten. Was gibt es hier für eine Verbesserung? 30 Mana Wiederherstellung für Meditation. Problem ist nur, wir haben momentan keine Meditation. Ich mache es aber vorsichtshalber schon mal. Falls wir die nochmal ziehen sollten, die Karte. Was können wir hier noch machen? Zusätzliche AP, Blut, Mana. Mana ist immer gut. Wir ziehen mal weiter. Und da wir gerade schon mal hier stehen, könnten wir uns eigentlich noch einen Wolf ranholen. Ich finde die gar nicht mal so verkehrt. Andererseits... Nee, dann lieber doch nochmal Fledermäuse. Oder? Ah, ich bin mir gerade so unsicher. Vielleicht doch mal so ein Heini hier zum Heilen für zwischendurch. Der dann vielleicht so eher so in dritter Reihe stehen wird. Oh, jetzt darf ich. Geilomatico. Und die doppelte Menge. Sehr gut. Es gibt noch mehr Vergünstigungen. Verringert. So, was stimmt hier nicht? Es war das schon mal verringert um 3. Ich mach Adalas. So. Jetzt kostet das wieder 5 Mana. Ist das dein Ernst? Boah. Ach nee, Moment. Ich glaube, ich sehe es. Wir haben hier einen kleinen Bug drin. Ja. Er hat das, was ich vorher gewählt habe, wieder rausgenommen. Weil hier hatten wir ja auch schon mal die Aufwertung drin. Ja. Okay. Oder auch nicht. Die Zielarmee erhält eine Erfahrung mehr. Das machen wir dann auch, wenn wir wieder volle Truppe sind. Dann haben wir nämlich gleich wieder eine Aufwertung drin. Na gut, Runde ist vorbei. Weiter geht's. Ich bin auch sehr gespannt, wie interessant das dann grundsätzlich noch wird. Wenn wir hier in der Kampagne auch Gegner bekommen, die auch agieren auf der Karte. Also die uns auch entgegenkommen. Untersuchen wir mal. Was kriegen wir hier? Schicket. Einheiten im Heer nochmal um einen Einheitspunkt. Oder der Lord. Nö, ich mach das hier. Finde ich gut. Dann können wir zweimal aufleveln. Außer bei der Einheit, die wir gleich noch rekrutieren werden. Was hätten wir sonst noch hier? Höhle, Höhle, Wald. Eine Schmiede könnten wir auch nochmal anhalten. Das ist gar nicht mal so dämlich. Jetzt, wo es ja uns gehört. Ja, dann ziehen wir jetzt hier mal ins Dorf. Trinken wir uns da mal satt. Oh, guten Appetit. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt noch durch. Ja. Problem ist nur, wo geht's hier? Ach, hier geht's dann durch. Ah, ja. Okay. Mal auf die Karte gucken, richtig. Ah, okay. Man sieht die Brücken hier drauf nicht. Das erklärt's. Kann ich hier mit Doppelklick drauf auf die Kampagnenkarte selbst springen? Nee, leider nicht. Na gut, ist dann halt so. Du da. Du gehst jetzt mal... Das ist jetzt die Frage, was rekrutieren wir? Doch nochmal einen Wolf oder doch lieber nochmal eine
so ein, ja, komm. Machen wir. Hier, viel Spaß mit ihm. Moin. Ja. Da ist er jetzt mit drin. Dann hauen wir hier gleich nochmal Erfahrungspunkte drauf. Ey. Ah, was soll ich sagen, warum kriegt der keine? Ja, es ist halt immer noch nicht so ganz aktuell hier immer. Man muss immer noch mal rausklicken, wieder reinklicken. Dann geht das. Oh, hier. Erzähl mal. 30 Punkte. Und das heben wir uns wieder noch schön auf. Zieht mal weiter. Und nochmal. Warum konnte ich ihn jetzt nicht dahin ziehen? Egal. Oh, wir haben auch gleich wieder eine Runde rum. Also hier. So eine Runde meine ich. So, ich bin gespannt, was uns da auf der anderen Seite des Tals erwartet. Vorher gehen wir aber nochmal in die Schmiede. Ah, stimmt. Wir brauchen hier keinen Fokus wählen. Okay. So, mal gucken, was wir hier Schickes haben. Halte 2 Bewegung. 5 Mana. Oh. Alle Einheiten erhalten 1 Bewegung mehr. Meins? Oh. Ich dachte, ich kann mehrere Sachen kaufen. Verdammt. Oh, nimm das mal. Muss ich jetzt die Runde beenden, ne? Ich hoffe, ich darf gleich nochmal schmieden und dieses Amulett holen. Nein! Verdammt. Meine eine Schmiede in der Nähe? Ach, verdammt. Ausgerechnet Mana ist doch mein Problem hier. Hier wäre noch eine, aber jetzt... Oh, da müssen wir wieder so weit latschen. Junge, Junge, Junge. Und dann ist die Frage, ob es das da überhaupt gibt. Das wissen wir ja vorher nicht. Verfügbare Ladung, ja. Und lass mich raten, wenn ich jetzt warte, bis die 2 Runden hier vorbei sind, dann gibt es eine neue Ladung hier drin. Die ist mich jetzt hier bei 0. Und dann ändert sich aber auch das Angebot. Hm. Na gut, komm. Latschen wir einfach weiter. Wir haben jetzt schon eine schnellere Armee. Ist ja auch schon mal ein Vorteil. So. Also, auf dem Kampffeld dann schneller. Na, lass mal gucken. Vielleicht haben wir bei der Bibliothek mehr Glück, die hier zu stehen scheint. Einen schönen guten Tag, die Herrschaften. Ja, da haben wir doch eine feindliche Armee. Wieder aus Tieren bestehend. Komplett nur Wölfe, aber auch nicht unerfahrene Wölfe. Scheint noch ein Wald zu sein, okay. Könnten wir dann selber auch rekrutieren. Wisst ihr was? Ich greife jetzt mal nicht an, denn ich werde jetzt mal ein bisschen vorzeitig die Folge beenden. Wir haben ja jetzt einige Überlängen dabei gehabt. Und ich muss jetzt aber auch gleich gestehen, das war es jetzt auch erstmal. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz, ganz fieser Cliffhanger. Es ging mir ja auch wirklich nur darum, dass wir hier mal anspielen. Und ich würde auch vor allem von meinen Stammzuschauern gerne mal wissen, ob sie wollen, dass ich hier weitermache. Einfach in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen oder was auch immer. Mir geht es nicht darum, irgendwie die Videos zu pushen. Ich habe doch sonst keine andere Möglichkeit, mit euch das so zu kommunizieren, sodass es auch gesammelt auf einer Seite steht. Und für die Leute, die neu hinzugekommen sind, würde ich natürlich auch gerne wissen, was ihr anders sehen wollen würdet. Außer natürlich, dass ich weitermachen soll. Oder anders hören wollen würdet. Vielleicht ist es euch irgendwas zu leise, irgendwas zu laut oder was auch immer. Einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte bestmöglich auch jedes Kommentar. Momentan habe ich da aber auch leider einen Bug bei YouTube, der mir nicht jedes Kommentar anzeigt. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann sorgt dafür, dass ich mehr mache. Wie gesagt, schreibt es mir einfach mal rein da. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal richtig reinschauen, wenn dann der Release da ist. Wie gesagt, entweder die Early Access oder die Vollversion. Ich weiß noch nicht, ob es eine Early geben wird. Ich habe das aber so verstanden, es wird dann im August, am 28.08.2020 ist der planmäßige Termin, wird es dann gleich als Vollversion erscheinen. So habe ich das verstanden. Mein Fazit. Also ich habe jetzt hier richtig Bock, noch weiterzumachen, bin ich ganz ehrlich. Mir macht das auch einen Heidenspaß. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was noch hinzukommen wird bezüglich...
Weitere Features vielleicht oder vor allem, was mich persönlich immer ein bisschen stört, ist dieses Runterscrollen. Moment, schlechtes Beispiel. Dieses Runterscrollen hier von den Einheiten, Fähigkeiten, ohne dass man so schnell vielleicht auch manchmal lesen kann. Ich würde es gerne so haben, ich mache hier einen Klick drauf oder einen Rechtsklick drauf, sodass sich dann die Einheitenkarte hier nochmal vielleicht in groß öffnet, sodass ich mir das alles in Ruhe mal angucken kann. Oder auch bei ihr hier die ganzen Fähigkeiten und Attribute. Ich hätte doch gerne gewusst, was bedeutet der Stiefel, was bedeutet die Faust. Okay, wir haben es uns mittlerweile selbst so ein bisschen rausgefunden. Initiative und Bewegung auf dem auf der Schlachtkarte, okay. Aber wäre schon schön, so eine Art kleine Enzyklopädie zu haben. Schaut mal einer, guckt, wir haben ja hier noch eine Wirtschaftsübersicht. Übersitz. Toll Deutsch. Übersicht. Okay. Ne, was war das hier? Achso, okay. Ah, hier haben wir eine Überlagerung. Okay, na gut, ist halt so. Ja. Gut, haben wir eine Wirtschaftsübersicht. Da könnte man dann auch sagen, okay, das und das ist zu teuer. Das und das bringt nicht viel ein oder was auch immer. Da kann man so ein bisschen... Meine Wirtschaft ist jetzt hier nicht so das A und O. Klar, man braucht es auch, um überhaupt die Blutpunkte zu haben. Ist kein Thema. Aber ist jetzt nicht so hier der Mega-Renner. Hier hätten wir noch eine Enzyklopädie, die uns nur die Schlagwörter gibt, die, oh Gott, die grundsätzlich da sind. Okay. Aber dann vielleicht nur für diese Kampagne, beziehungsweise auf dieser Kampagnenkarte gerade. Ja, also wissen wir schon mal, da sind dann vielleicht auch irgendwo, wenn hier so sein sollte, wenn es für die ganze Karte hier gilt, die gerade aktuell da ist, dass hier auch irgendwelche Viecher sind, die Schwanzschlag machen können. Erleidet keinen Flankenschaden. Ah. Ja, doch. Ganz gut gemacht hier. Spielgeschwindigkeit umschalten. Aha. Herrüberblick. Aha. Okay. Minimap umschalten. Aha. Ihr Hauptmenü ist klar. Vollbildlandkarte kennen wir auch. Das ist die. Na gut. Also, mein grundsätzliches Fazit zu diesem Spiel. Behaltet das im Auge. Für die Strategen unter euch, die gerne auch rundenbasiert spielen, die auch nichts dagegen haben, düstere Vampire zu spielen, die denen es eigentlich fast egal ist, ob da noch Leute im Dorf wohnen oder nicht. Es gibt ja auch noch andere Klassen. Wir werden hier mal ein bisschen in die Überlänge gehen. Ich speichere das mal ab. Vielleicht werden wir hier einfach mal weiterspielen beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir mal hier ins Hauptmenü. Da kann ich euch das dann auch am besten zeigen. Und ihr seht schon, wie schnell diese Ladevorgänge hier sind. Das ist ein Träumchen. Wir gehen mal hier in den Sandbox-Modus. Ja, Dracul kennen wir ja bereits schon. Dann haben wir hier noch Sphernus. Das sind so eine Art... Wenn ich das richtig sehe und verstehe, sind das wohl eher Nekromanten, die dann halt die Leute wiederbeleben können, also die Toten wieder aufbeleben können. Die werden wahrscheinlich nicht ganz so die stärksten Kämpfer sein oder Blutsaugen und sowas zur Verfügung haben oder auch nicht alle. Dafür wiederum werden die aber auch in Masse einfach auftreten können und da wird natürlich bei ihm, so wie er schon aussieht, sehr, sehr viel Magie mit drin sein. Hier bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Das ist auf jeden Fall eine, die mir auf Köpfchen setzt, die Moraya. Moroya. Vom Text her, so wie das da steht, ist sie halt eher so die Hinterlistige, so die Assassinenchefin vielleicht auch. Also ihr seht, es gibt hier momentan zumindest drei geplante Fraktionen. Vielleicht kommt da auch noch mehr hinzu. Ich werde da auf jeden Fall mein Auge drauf halten. Ich werde es immer wieder mal mit beobachten. Werde auch immer wieder mal ein paar neue Folgen mit hier reingeben vielleicht. Je nachdem, was eure Entscheidung dazu sein wird. Denn das wird hier mehr oder weniger doch schon ein Community-Projekt, wo ich mir dann überlegt habe, dass, wenn wir das so richtig als Let's Play anfangen, dass ich das eine Woche lang zeige und dann eure Kommentare auswerte, was ich mal wie wo machen sollte. Und am Ende so einer Wochenstaffel werde ich hoffentlich es hinbekommen, eine Frage an die Community zu stellen, wie wir denn was wo machen sollen und dann lasse ich erstmal eine Woche pausieren. Das wäre so eine Überlegung wert. Vielleicht habt ihr auch eine andere Idee. Müssen wir einfach mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und dass ihr mehr sehen wollt und dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Also bis dann, euch noch einen schicken Abend und bis bald.